Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind am Panas Küste, dem derzeitigen letzten Questgebiet, was bis maximal 35 geht. Am 28. soll die nächste Erweiterung kommen. Dann geht's auf Level 40 mit einem neuen Gebiet, neuen Viechern und ja. Schauen wir mal, was es bringt. Das, was sie bis jetzt gezeigt haben, war positiv. Nur mein größter Wunsch natürlich für dieses Spiel ist, ein vernünftiges Gruppensuche-Tool. Das wäre so das Tüpfelchen auf dem i. Aber, wie gesagt, oder schon öfters erwähnt, wir sind immer noch in einer Beta-Phase. Und da kann auch alles kommen. Ja, wir müssen Bisons killen, nur so nebenbei. Nicht viele, nur fünf. Die fliegende Kuh. Ist ein Bison eine Kuh? Nee. Zähes Fleisch. Black, aber will ich Black haben? Nein, nicht wirklich. Na? Map, 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 map. Einen noch. Und der Busch. Okay, dann können wir die Quest auch abgeben. Also wenn wir Level 33 sind, versuche ich mal in die Hyänos Höhle oder wie es heißt reinzukommen. Mal sehen, ob es geht. Nur mal um zu testen. Ich weiß allerdings nicht, ob es da später noch eine Quest für gibt. Aber egal. Wir haben drei Steine. Wir können es zumindest einmal probieren. Wenn wir denn reinkommen. Wir geben jetzt erstmal die Quest hier ab. For the glory of the Krakoon. Gefährliche Herde. Sie haben den höchsten Preis dafür gezahlt, die Krohun herauszufordern. Okay, dann folgen wir der Hauptquest weiter. Wo ist die Tante denn? Ach, das ist dieser Auflauf, der hier vorne immer stand, ne? Da ist sie. Die drei von der Tankstelle bewegen sich nicht. So. Rückkehr der Yetis. Ah, Tikkon hat euch geschickt. Ich nehme jede Hilfe an, die ich unter diesen Umständen bekommen kann. Die Yetis tummeln sich seit geraumer Zeit unterhalb von Panas Stieg und jetzt können wir keinen Einhalt mehr gebieten. Ich habe keine Ahnung, was sie planen oder ob sie überhaupt etwas planen. Trotzdem können wir diese potenzielle Gefährdung nicht unbeobachtet lassen. Ich hörte, ihr wärt äußerst fähig. Könnt ihr die Yeti-Krieger aufhalten und ihre Pläne durchkreuzen? Yes, ma'am. Oha. Yeti jagt die zweite. Ihr habt die Frontlinie der Yetis gut zusammengestaucht, aber deren Bestientrainer und Heiler verfügen noch immer über überragende Kräfte. Wenn sie unsere Truppen flankieren wollten, würden sie einiges an Schaden anrichten. Wir dürfen ihnen keine Gelegenheit dazu bieten. Besiegt die Yeti Bestientrainer und Heiler, bevor sie eine Chance haben, sich zu versammeln. Die Yeti-Speerkämpfer und Schamanen führen die Yeti-Horde an. Wenn sie erst einmal besiegt sind, werden die restlichen Yetis leicht zu erledigen sein.
Die Anzahl der Yetis ist in letzter Zeit enorm angestiegen und sie stören den Frieden. Ich will unnötige Kämpfe vermeiden, aber... Ja klar, das sehen wir ja in den letzten drei Quests. Ich will unnötige Kämpfe vermeiden, aber ein Kampf wie dieser scheint unausweichlich. Besiegt die Yeti Eiskämpfer und Kommandanten und bringt mir die dunklen Fälle. Eine sehr extreme Maßnahme, aber das wird die richtige Botschaft senden. Okay. Sometimes violence is the only way. Kommt ihr mit? Ne, ihr steht auch nur bewegungslos da. Okay, dann werden wir uns in dieser Folge ganz hingebungsvoll den Yetis widmen. Wir werden eigentlich alles killen, was hier rumfleucht. Ach, die bewegen sich sogar. Schön. So, Kollege. Zack. Gut, vielleicht stauen wir sogar noch ein bisschen Loot ab, wer weiß. Was? Theatralisch, wie immer. So, Kollege. Post für dich, guck mal hier. Alter Vater. Komm aber direkt zu zweit, die Schweinepriester. Entschuldigung, ja, ist ja gut. Explorer, bleib ruhig. Alles gut. Alles gut. Lässt uns zappeln, wegen einem Fell jetzt. Aber egal, gibt XP. Was? Quest fertig. Was brauchen wir von dir? Achso, dich soll man nur killen. Okay, komm mal hier. Bring deine Familie mit. Ja, klappt wunderbar. Er resettet nicht. Und schießen tue ich auch nicht. Warum schieße ich jetzt nicht? Was ist los? Was passiert hier? Kommst du jetzt? Friert und sterbt, Mensch. Oh mein Gott. Dümpelt noch einer rum. Oh, komm, mach mal den hier. Wir müssen ja sowieso bestimmt rein hier, oder? Alter, ich hasse das, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Also, naja, viel halten sie nicht aus. Das ist der letzte von denen. Auch fertig. Da gibt es doch nur Kupfer. So, besiege der Heiler. Der Heiler, da ist der Heiler. Da komm, hier, Kollege.
Ich habe mich sowieso gleich am Hals. Also, okay. Auch erledigt. Artet ja hier in Akkordarbeit aus, hör mal. Komm her. Sehr schön. Okay. Ach, da unten läuft der. Okay, jetzt wird's lustig. Komm. Jetzt wird's lustig. Hahaha. Ich frag mich immer, wieso schafft er es, wenn ich tabbe, nicht den Gegner vor mir? Warum hinter mir und sechs? Ja, so. Manchmal, ich. Explorer schimpft doch nicht so. Ja, ist doch wahr. Dank. Gut, den haben wir. Haben wir das nicht gelootet hier? Was denn? Das geht so nicht. Na komm. Alles? Ja, fehlt immer noch was. Ah, die Schamanen und die. Okay. Ich würde sagen, da fliegen wir aber jetzt rüber. Blizzard Phoenix. Dich brauchen wir doch. Ich wollte gerade sagen. Was? Was? Feine Truhe?
Kammer hier. Ich hab... So. Diese Musik, ne? Diese Musik. Noch zwei Speerkämpfen. Okay, dann gehen wir mal gucken. Und Schaman, war auch noch. So. Hallöchen. Speerkämpfer, Schamane. Level up. Hatten wir nicht gerade eben auch eine Errungenschaft? War da nicht irgendwas? Allgemein? Nein. Nein. Der Lösung. Roll one while need before greed loot settings are active. Also mit der Übersetzung haben sie es hier echt nicht, ne? Teils Englisch, teils Deutsch. Naja, egal. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Die Winde dieses Landes verändern sich und ihr habt einen Teil zu dieser Veränderung beigetragen. Ihr habt viel in unserem Leben bewirkt. Das sollte genügen. Euer Mut im Kampf gegen die Yetis wird den anderen Krohorn-Kriegern ein großartiges Beispiel sein. Nehmt dies. Ich weiß nicht, ob es eine Belohnung genug für eure harte Arbeit ist, aber ich hoffe, es wird euch auf euren Reisen helfen. Das sollte ihrer Moral einen Dämpfer versetzen. Ich bin mir sicher, sie denken von nun an zweimal darüber nach, uns erneut anzugreifen. Bam, Stufe 33 und? Nix. Und die Hauptquest. Es war also nicht gelogen, dass ihr gut in dem seid, was ihr tut. Mit euch an unserer Seite haben die Yetis keine Chance. Der Ruinen von Varul. Ich wünschte, ich könnte euch an vorderster Front mit unseren Kriegern stellen, aber ich weiß um eure Mission. Trotzdem wären wir vielleicht in der Lage, uns gegenseitig zu helfen. Turukan teilt uns mit, dass sich die nächste Scherbe des Wasserspiegels in Varul befindet.
Die Ruinen von Wahul befinden sich noch immer in den Händen der Frostwache. Da werdet ihr eine ganze Menge zu tun haben. Südlich von Hakora steht ein Wachturm an der Weggabelung. Wahuls Wauch, Hauptmann Karkohan, steht dort oben Wache. Ich bin sicher, dass er euch helfen kann. May the road you walk lead to great wisdom. Ja. So, jetzt wird sich der Fatima aber eben ein paar. Das war die Quest mit dem Bären da vorne, ne? Oder hat er mittlerweile was Neues? Was ist denn hier los? Wieso sind die andere Spieler? Geht ja gar nicht. So, Kollege, du warst jetzt. Ja, nee. Brauchen wir nicht. Wache, 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 Händler. Guten Tag. What a surprise! Gib mir mal bitte. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das Schwert werde ich auch entzaubern, weil wir kriegen mit 2 Leveln ein Rondo-Schwert. Also von daher lohnt sich nicht, das Ding jetzt noch anzulegen und aufzuwerten. 1, 2, 3, 4. How much more time will it take? Zack. Mit. Ausrüstung bis Stufe 30. Och nee. Genau, und der soll jetzt ein Gold kosten. Ihr habt's euch alle. Nö, dann verkaufe ich den Kram so. Nee, ich sag's jetzt nicht. Das brauchen wir. Der brauchen wir. Auch. Sonst noch zum Verkäufen hier? Ne, ne? Was bist du? Ashurams Emblem. Das Emblem der Apokalypse. Okay. Ich sehe schon, wir brauchen. What a surprise. Tränke. Da nehmen wir noch. Gold in Läden ausgegeben. Was? Ich? Niemals. So viel habe ich doch gar nicht. Gibt's denn da jetzt ein paar Elunen für? Das, 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 das. Zusammenfassung. Nix. Okay. Dann düsen wir im Sauseschritt mal. Zur nächsten Quest. Gib mal Gas, Kollege. So, Terrorkaff müsste hier rumfliegen, ne? Der fliegt, glaube ich, die Route hier irgendwie so. Meine ich, irgendwo hätte ich gelesen, so hier in dem Dreh, um den Dreh. Berg, explore ein Berg. Dreh ab, dreh ab. Okay. Das sind die Dolomiten. Oh, er hat gesagt, im Wachturm, ne? Guck mal. Pana-Rentner, Rentier. Anyone get Davins Parfüm to trade or sell? So, Kollege. Die Stadt dort vorne, das ist meine Stadt. Kann ich behaupten, dass ich es mag, sie so zugefroren zu sehen? Ich werde die Sachen bereinigen, was auch immer es kosten mag. Seid ihr der Mensch, der uns gegen Rondos Verrat zur Seite steht? Schön, euch kennenzulernen. Wahul wurde einst von der ganzen Reihe lodender Fackeln beleuchtet, aber die Frostwache hat sie alle gelöscht. Könnt ihr sie wieder entzünden? Die Feuer sollten dabei helfen, die Stadt auszuspähen und würden die Frostwache signifikant schwächen. Unsere Chancen bei Hul stehen höher, wenn die Chancen, wenn die Fackeln brennen. Wenn die Mirumi endlich wieder Zutritt in ihre Stadt gewähren, sollte ich mich dahin begeben, bevor sie wieder anders überlegen. Denkt nur mal daran, eine Chance, die Handwerkskunst der Mirumi aus nächster Nähe zu sehen. Kröte um Kröte.
Ich war schon auf der ganzen Welt, aber nirgends ist es schöner als daheim. Ganz besonders mit all diesen neuen Schildkröten hier. Ich habe diese Prismen-Schildkröten hier noch nie zuvor gesehen. Es scheint, als hätten sie Treibeisschildkröten vertrieben, die vorher hier lebten. Bitte zeigt diesen neuen Schildkröten, wo es lang geht. Turtles. Ninja Turtles. Auf meinen Reisen habe ich alle möglichen Handwerke gelernt. Wenn ihr mir einige Eisfänge bringt, kann ich euch etwas beibringen. Helft ihr mir? Schneetiger eignen sich am besten, um sie zu sammeln, aber das ist alles andere als leicht. Ah, vielleicht begegnet ihr sogar dem berühmten Tiger Kruger, aber seid auf der Hut. Diese Pelikane sind neu hier in dem Gebiet und sie können sich sogar noch schlimmer als die Sch und sie sind sogar noch schlimmer als die Schildkröten. Ich habe noch nie zuvor fleischfressende Pelikane gesehen und ich will es auch ehrlich gesagt nie wieder. Vertreibt sie. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge von Raiders of Icarus. Ich wünsche dir da draußen jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.